too. Ja, und deswegen haben wir auch zum Jürgen. Wir haben gesagt, Jürgen, das ist das. Darim, sein Bruder, hat auch gesagt, Jürgen, das ist das. Du kannst nicht, wenn du da mit deinem... Oh. Wegen seinem Berufsjob. Stelle. Berufsding. Dass er wechselt, wenn er... Im Leben nicht. Der hat ein Angebot gegenüber, direkt und einwandfrei. Ja. Aber im Leben, der Jürgen, weißt du, der Jürgen ist der Jürgen. Das musst du dir mal auf die Zunge vorstellen. Der ist komplett am Ding vorbei. Wenn der da nicht, weißt du, der Chef einwandfrei, der andere. Sein Chef jetzt, den muss ich mal sehen. Das ist so ein kleiner Rockentor, nichts mehr, so ein Halbding. Dann schießt er durch den Betrieb wie so ein Kugelblitz. Auch wenn nichts ist. Das kann ich sowieso nicht. Wenn zu mir einer so gleich Ding, da bin ich, da mache ich auch schon mal nichts. Manchmal mache ich gar nichts. Dass ich nicht einschlafe, ist alles. Ja. Hey, weißt, da bin ich bei so einem, da bin ich panikartig entspannt. Ja. Ich mache sehr oft nichts. Ja, das muss man lernen, aber kann man üben. Ja? Mit Fleiß. Eisern dranbleiben, das wird schon. Weißt, Entspannung, zugucken, viel tut sich von allein, muss die anderen. Da, und auch mal hier nichts. Einmal da. Ja. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Ist nur ein Spruch, aber der stimmt. Ne? Klar, wenn was größer ist, muss man einmal Ding und Standpunkt und nicht so halb da, ne? So jetzt wie beim. Aber wann ist schon was Größeres? Ne? Bei mir 10 Jahre her. Aber du musst halt bei so einem Wechselding, da musst du einmal klar sagen, ja oder nein oder ich weiß nicht, aber klar. Ne? Kerzengott. Ne? Und wenn dir dein Chef auf den Geist geht, ne? Dann schickst du ihn heim. Ne? Chef, morgen wieder an gleicher Stelle. Ich geb dir einen Tag zur Besinnung. Wenn nicht, suchst du dir eine andere Firma. Ne? Da guckst du mal, wie er guckt, das Pfandflaschengesicht. Ne? Ja, der, das. Weißt du, wenn ich einen Beruf habe, wo ich sage, jawohl, das ist der Beruf, zu dem sage ich zu 100% nein. Ne? Dann muss ich mal die Konsequenzen aus dem Ding, da aus der Folge raus. Und der Jürgen, ja, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Da haben wir gesagt, das ist ungefähr eine zu viel bei dir. Ne? Ja, der hat sich das schon hin und her, Vor- und Nachteil. Oder? Ne? Und dann hat er gesagt, es überwiegt beides. Ne? Klar. Ne? Der Achim wäre nicht so, der Bruder, der ist. Ne? Und die Schwester, die ist ja Kerzengrad. Die Schwester vom Achim Jürgen, der Apparat. Mir sagen der Apparat. Wo sie klein war, der Fruchtzwerg. Ne? Aber die musst du sehen, das ist eine Frau, weißt du? Füß bis zum Hals, einwandfrei. Ne? Und die Stiefel genauso, weißt du? Die hat gekündigt, so schnell hat der Chef von der gar nicht. Ne? Die wohnt, Ding. Sie ist ja Arzthelferin. Und ihren Chef ist
Arzt. Ne? Oder war. Ne? Und die waren so, und da hat ich gesagt, ja, ne? Ich will sowieso raus aus dem Trott, dass ich da Ding, ne? Und ich brauche mal eine andere Veränderung. Und jetzt schafft die im Schmerzzentrum. Gleiche Job, aber vom Klima her ist der wahrscheinlich wärmer. Ne? Immer besser. Ne? Ja, ja, das Schmerzzentrum ist hinterm Ding, oben im vierten Stock. Im gleichen Flur gegenüber ist Laser, Auge. Augending. Ne? Genau. Und wenn die sich verlasern, dann gehen die gerade über den Flur rüber. Und dann, naja, ganz klar. Ne? Okay. Und dann kommt der Apparat mit dem Eisbeutel und fertig. Ne? Der gleiche Job wie vorher, aber. Naja, das ist eine Frau, die ich weiß genau. Ne? Aber der ist auch lang nicht gut gegangen. Fast ein Jahr, da hat sie nichts gefunden. Ne? Hat eine gesucht, wirklich. Muss man auch sagen, weißt du, die hat gesagt. Ne? Und dann hat die, weißt du, Internet. Job 24, da hat die ein Foto hingeschickt. Und da war die qualifiziert. Ja, das ist eine Frau, wo ich sage, das gibt's gar nicht. Eine Frau, wo genau. Und auch rein körperlich. Das Apparat ist eine Biowaffe, praktisch. Und die tut ja auch. Der Arim, der Bruder. Der bringt alle 3 Monate neu. Der braucht es, er hat immer andere. Ne? Und einmal kommt er an und dann geht die auf den Balkon zum Ding. Und der Apparat legt die 3 Meter Füße auf den Stuhl und sagt, weißt du, weil auf dem Balkon, die war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, was ist denn das? Ne? Und die legt die Füße auf das Ding und sagt, Bruder, du kennst den Spruch von Bruce Willis, die meisten Frauen verhüten mit dem Gesicht. Und die Stiefel bist du ja. Das ist der Apparat, weißt du? Ah ja. Jetzt pass auf, der Achim, der Jürgen und der Apparat. Das sind ja 3 Kinder von der Heime aus gerechnet. Ne? Genau. Die gleiche Mutter, die habe die gleiche Mutter, aber der Vater war bei ihr auf Montage damals. Ne? Nicht lang, 3 Monate, dann war der wieder. Ne? Aber das Kind, die Nase, alle 3, das siehst du, die Mutter, 100%. Die Mutter ist sicher. Ne? Nein, die Mutter ist wasserdicht, ganz klar. Ne? Ja, aber so Frauen, das ist praktisch. Das könnte an einer, ne, wo gibt's das nicht? Ne? Aber ich habe immer gesagt, Finger weg vom Apparat. Ne? Wenn es vom besten Kumpel die Schwester ist oder die Freundin, egal. Ne? Das wäre friendly fire. Ne? Bin sowieso gerade, ich habe nichts, bin jetzt gerade mal ohne. Das ist auch mal. Weißt du, mal Luft. Atmung ist wichtig. Ne? Nee, einmal, weißt, Beziehung, Frauen, das ist. Frauen ist immer. Ja. Da war Statistik, jetzt pass auf, nicht, dass ich es zusammenbringe. Die haben eine Statistik ausgerechnet. Und zwar, es hält die Beziehung am längsten, wo beide in einer festen Partnerschaft sind. Genau. Das ist so ein Ding. Das war mit so einer Kurve.
und auch vom Verbrauch. Nein, früher hast du gemeint, Ding, oh, mit zunehmender Beziehung steigt der Verbrauch. Unverhältnismäßig mehr. Wie die Beziehung sowieso schon rückregend, wenn ein Sinn. Ne? Genau. Jetzt kannst du das ausrechnen. Ja, warum ist eine Scheidung so teuer? Ne? Warum ist eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist. Ja. Ganz klar. Ja, gut, da brauchen wir gar nicht. Ja? Das ist deswegen, ich will jetzt da nicht, aber du schießt, ne? Aber Frauen im nächsten Leben, glaube ich, nicht mehr stationär, nur noch ambulant. Ganz klar. Ja, und der Apparat ist jetzt mit dem Joko zusammen. Joko-Apparat sind zusammen, hat doch, glaubt man's. Der Joko, der ist bei uns in der Freizeit Sport, FSG, Sportgruppe sind wir. Ne? Unser Serbe, der ist ein Serbe, ne? Im Endeffekt. Ne? Und wir sagen Joko wegen kennst Tennis, der Tennis, der Djokovic. Deswegen sagen wir Joko zum Joko. Ne? Die sehen sich nicht ähnlich, die zwei, aber egal. Ne? Das ist ein einwandfreier Sechser, der Joko, weißt du, den braucht ein Riese. Ne? Ja, der war im Einsatz schon. Einsatz. Damals Balkan vor. Weißt du, ne? Genau. Sisha, der hat lauter hier Ding. Ne? Kannst du mir sagen, weißt du, willst ein Mann, wo mal im Einsatz, richtig, das ist für eine Frau einfach. Da kannst du bei Audi so viel Motorhaube reinschweißen wie du. Ne? Also keine Chance, also Einsatz ist Einsatz. Ja. Ja. Und gerade der Apparat, weißt du, die Wiese. Ja. Der Joko, der hat einen Humor, das ist, weißt du, der hat das. Wie hab ich gesagt, sag mal, ne? Du warst jetzt seit 20 Jahren nicht mehr daheim, hast du nicht mal Heimweh, oder? Da lacht er und gesagt, wenn ich was aus der Heimat sehen will, gucke ich Aktenzeichen, XY. Das ist schon gut. Ja, man muss auch mal über Humor lachen können. Ne? Humor ist wichtig. Ich zahle ja Steuern. Ohne Humor schwierig. Ne? Und der Joko will ja den Apparat klar machen mit wie ist hier? Er hat gesagt, Standesamt eben lange. Aber der Apparat hat gesagt, langsam. Wie hat er gesagt, ich habe genug Piercings, brauche ich nicht noch einen Ring am Finger. Ja, die war ja lang mit dem Physio zusammen. Der hat sie scheinbar gelingt. Da war sie nicht die Einzige am Start. Der hat überall seine Pferdle. Dreckspatz, aber fachlich einwandfrei. Ne? Ja, weißt du, der war Wellnesshotel, hat er Spa-Ding, Filiale. Da kriegt er Prozente, wenn er selber mal. Und da hat er den Apparat immer hingeschickt, übers Wochenende. Hat er bezahlt, dass sie nicht da ist. Und dann hat er seinen ambulanten Rundgang. Aber ohne Blaulicht, ne? Genau. Ja, ja. Aber der Joko, der will, der. Wie hab ich gesagt, sag mal, wie war das damals mit, bei dem Einsatz mit Angst, oder? Ne? Dann hat er gesagt, das war einen Tag später beim Aufräumen. Ne? Ja, da ist die Decke runtergekommen, ist immer auf die Seite, hat das Ding. Ne? Dann hat er gesagt, ich bin unsterblich. Ich sterbe erst, wenn Holland Weltmeister wird. Im Leben nicht, dass die. Ne? Ja, das wäre was, Holland. Jeder, aber die nicht, das sage ich dir. Der Robin, wenn ich den kennst, der Robin. Alle 3 Meter Schwalbe, aus Versehen. Ne? Der hat ein Scharnier im Rücken, der kann nichts dafür. Alle 3 Schritte. Ne? Das
der erste Mensch, der aufrechte Schwalbe hinbringt. Wenn ich der Pep wäre, kennst du? Der Pep, der Trainer Bayern, dem Tede. Ja. Das ist ein Trainer, muss ich sagen. Guardiola, na, kann man nicht sagen. Der passt auch gar nicht zu den Bayern, der ist einwandfrei. Ne? Das ist, das ist, der ist, kann man nicht sagen. Ne? So. Der, das. Wie schnell der damals Deutsch, der war nicht da, hat der Deutsch praktisch aus dem Ding raus. Ne? Auch sprachlich. Der war ein Jahr, war der Amerika vorher. Dann kommt er zurück, kein Deutsch. Probier's mal. Ein Monat Malle, kein Russisch. Geht ruckzuck. Der Guardiola kann besser Deutsch wie der Trapattoni Italienisch, glaube ich. Ja, aber das ist. Ja. Aber WM, verstehst du, das war. Heute Bundesliga gegen Mainz, gegen Paderborn, das da geht an mir komplett am Ding vorbei. WM, das war. Hast du gesehen, wie wir 1-0 Endspiel, der Götze. 317. Spielminute, war quer im Ding. Die Krautschuss, ne? Das war. WM, da kannst du auch lernen, nichts machen. Da kannst du entspannen. 4 Wochen lang war ich im Sessel. War ich halbseitig gelähmt, hab bloß noch. Ne? Das konntest du auch ohne WM lernen, aber mit ist leichter. Einwandfrei. Und bei der nächsten WM, das sage ich dir, mit dem Reus, kennst du den Reus? Einwandfrei. Mit dem, solange er nicht selber hinfährt, weißt du, Ding. Und wenn, gewinnen wir trotzdem. Ja, mit dem Führerschein, der kommt. So wie der kicken kann, kann der Auto fahren. Das glaubst du, wie ich früher zu der Fahrschule gefahren bin. Ums Eck hab ihn abgestellt. Mein, der war schon tiefer gelegt und alles. Ja, ganz klar. Ne. Die nächste WM ist ja Katar. Ne? Oder, nee, erst Putin. Erst Putin, dann die Scheiße. Genau. In Russland, wie eben das war der Putin, das ist also ein Zipfelgesicht. Ja. Oder das ist ja, wenn ich denke. Aber fahr mal bei uns durch die Russensiedlung, fahr mal durch. Hinterm Sportplatz, Neubau, Russensiedlung, fahr mal durch. Fahr rein, halt an, steig aus und schrei Putin. Mach's mal. So viel Daumen habe ich gar nicht. Der ist voll im Ding bei denen. Und die feiern bis früh um 5, 6 am Wochenende. Und die hören immer so 80er Jahre. Modern Talking hören die. Bruder Louis, Louis, Louis bis um 7 Uhr früh. Dann merkt's einer, dreht drin. Der Russe ist 80er und Deutsch praktisch vom Ding her. So wie wir damals. Da hat immer gesagt, Miller, du hörst doch genau den gleichen Rotz mit deinem Phil Collins. Ne? Ja, hab ich gesagt, ja schon, aber ich merk's. Ne? Im Vergleich zum Unterschied merk ich's. Ne? Ja, wir waren richtig 80er. Ich war 80er, wir waren Aztecs. Aztecs waren wir. AC/DC, aber. Pelz, Pelz auf die Glocke bis um 7 Uhr früh. Genau. Und mehr hat es nicht gegeben. Ne? Kissner, angemalt. Mehr war nicht. Puma, Adidas, fertig. Ne? In der 80er hat es nichts gegeben und das hat gereicht. Ne? Das ist, von oben sind wir hin und haben mal mit Weiß geguckt, dass wir schlafen können. Miami Weiß, die zwei. Die waren so blöd, ne? Die. Die hättest du bei uns in die Klasse reinsetzen können, die wären nicht aufgefallen, die zwei. Weißt du noch, der Don Long Johnson, oder wie? Mit seinem Fogu-Oli-Ding da, hier, Schulterpolster. Und mir Dummköpf, in der Schule am nächsten Tag haben wir die nachgespielt. Sind wir Cabrio gefahren, hier war der Strand. Don Johnson. Gegen den ist der Podolski Mathelehrer, glaube ich. Einwandfrei.
70er, 80er, das war einfach eine Zeit. Ne? Und vorher? Vorher war immer der siebte Sinn. Oder danach, weißt du noch? Verkehrsding. Nein. Obacht im Straßenverkehr. Nicht, dass ein Auto kommt. Und nasses Laub wollen wir. Nasses Laub. Auch Frauen fahren Auto. Aufpassen. Innenspiegel schminken. Ohne siebte Sinn, ich wüsste bis heute nicht, wann Herbst ist. Da bräuchte ich die Herbst-App. Weißt du, müsste ich gucken. Das war eine schlaraffe Zeit. Das Wesen, 81 habe ich das erste Mal. Wie alt war ich da? Das ist schon lange her, aber egal. Da habe ich das erste Mal in der Zeitung den Kurs gelesen. Eine Mark war damals genau eine D-Mark wert. So einen Kurs hat es nie mehr gegeben, 100%. Und 89, da, Ende, weißt, Ende 89, das war so weit weg. Die deutsche Teilung dann. Weißt. Görlitz, ich hätte nicht gewusst, was ist das, Görlitz? Wenn mich einer gefragt hätte, ich hätte nicht. Heute weiß ich, irgendwo in Polen, aber wo genau? Ganz klar. Ja. Und Techno waren wir nicht mehr, das war der 90er. Nicht, weißt, und da haben wir ein bisschen probiert, weißt du, hier, Dr. Feelgood. Aber da muss auch immer einen kennen, wo ihn kennt. Nicht. Dann spielst du mit dem halben Fuß schon in Ding, in Landsberg beim Uli. Haben wir gefragt, hast du mal ein bisschen zum Neuen? Weißt? Hast du mal ein Greenpeace? Haben wir mal gesagt. Ein Greenpeace. Trinkst du einen Kasten Bier, ist das Gleiche. Ne? Aber wir haben schon auch, weißt du, Adstats, wir haben auch Modern Talking. Ja, wenn es sein muss. Ja. Ja, weißt du, wer sich an die 80er noch erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Ne? Ganz klar. Aber so eine Zeit, das kommt nicht mehr. Das kannst du komplett. Wenn ich das sehe, was heute alles. Da, ich schalte gar nicht mehr ein. Oder was da. ISIS und Ding und da. Sunnite, Stalag, Ding, das. Das ist doch privat. Ich hab, sowas ist. Das ist privat, sowas. Ich habe immer gesagt, ich bin für Trennung von Staat und Familie und Ding. Der Achim, wenn er jetzt Bilder sieht, der schreit immer, Neuwahlen, die brauchen ein neues Volk. Und der Ribéry, der ist ja Islami, ne? Weißt du, mit seinem Bart. Hast du ihn gesehen? Jetzt hat er ihn weg. Er hat es gemerkt. Hab immer gemeint, demnächst rennt er in den Strafraum und explodiert. So ist das. Ne? Aber manchmal guckt sie ja her, ne? Der Apparat. Und lacht. Schon gedacht, dass ich vielleicht mal angreife. Wenn es mit dem Joko nichts mehr. Ja, ich werde auch nicht jünger. Ne? Wenn nicht wann, dann jetzt. Meine Ex schafft im Meteor jetzt. Ne? Früher Saturn, jetzt ist ein Meteor-Ding. Meine Ex. Ja. Ja, wir sehen uns oft, wir trinken viel Kaffee miteinander. Ja. Wir verstehen uns auch besser wie früher. Ja. Hätten wir auch gleich drauf kommen können. Ne? Ja. Aber jetzt hat sie eine neue. Die hat eine neue Stecher. Ne? Warum nicht? Ne? Ihr habt da nichts dagegen. Vor allem nichts, was hilft. Ne? Ich sage immer, jetzt hat sie eine Gehbehinderung. Ne? Ich geht mit dem Falschen. Ja, aber das muss ich wissen. Das ist dem sein Problem. Ne? Letztes Mal fahren wir. Da war's. Letztes Mal habe ich sie abgeholt. Am Meteor-Ding und sie steht hinten und ich will rückwärts raus und sie schreit links, links. Und ich, weil ich gerade so ne, mach falsch und bleib voll am, vorne am Ding. Xenonlampe voll. Wie es knackt, schreit sie Miller, das andere links. Ne? Dankeschön.
Ich habe einen neuen A5, verstehst du? Neuer A5, halb so alt. Jetzt fahre ich tagsüber. Ja. Du brauchst einen Termin für die Lampe, das dauert 3 Stunden. Die baue die von innen raus. Früher hast du die Birne selber schnell, ne? Jetzt gehen die. Jetzt kommt ein Sondereinsatzkommando wahrscheinlich aus Ingolstadt direkt eingeflogen, weißt du? Jetzt kommen sie, die Seals vom Audi. Oh, Xenonlampe, da müssen wir rein. Ne? Vielleicht schicken sie auch Drohnen rein, ist ja Gas. Ne? Früher habe ich das Birnle beim Fahren, habe ich selber, weißt du, habe ich schnell Ding. Da. Jetzt, das will sie ja nicht gerne. Ne? Aber das Licht muss man sagen, einwandfrei. Das ist Lux, ne? Das ist ja Licht. Lux ist Licht. Licht ist Lux. Ja, ja. Da hast du Reichweite, da kannst du einmal um die Halbkugel und zurück. Ne? Hallo Neuseeland, ich habe einen Audi. Einwandfrei. Ja. Weißt du noch früher in Frankreich, die gelben Funzellichter da, in der 80er? Weißt du noch, wenn die gekommen sind, da. Wenn du das eingeschaltet hast, ist es dunkel geworden. Lass aus, ich muss was sehen. Da hast du den Lux überfahren mit den Lichtern. Aber das ist schon, wo ich nachts das erste Mal, ich bin sauber. Ich hab gedacht, nicht, dass ich da vorne den Mini-Cooper verdampfe. Bang, zack, weg. Oder ein Smart, weg wie nix. Eliminiert. Mit Recht. Das sind die Schlimmsten. Dass dich ein Mini-Cooper mal reinlässt, wenn du Seite-Ding und der hin und du, da kannst winken. Die lasse ich dich schon rein, aber heute nicht. Heute ist gerade schlecht. Die lasern gerade, ich. So Fanfahrer sind das. Und meistens Frauen. Meistens Frauen, Ü oder U40. Seite-Ding, weißt du? Blond oder schwarz, egal, Hauptsache Frisur. Ne? 2-mal BWL abgebrochen, danach Jura nicht angefangen. Ne? Und heute Kosmetikbunker, esoterische Ölevertikel für straffere Zellulitis. Das sehe ich am Fahrstil. Weißt du, Schamhaarpeeling, Sonderangebot. 3 Tage in der Kellersperre und nur Führerschein fragen. Nur trockenes Wasser, ohne Brot. Wie lesen Sie korrekt in den Straßenverkehr? Die sind immer so Wodka-Bull-Gesichter. Wodka-Bull. Die fahren zur nächsten Wodka-Diät. Kennst du Wodka-Diät? Da verlierst du 10 Tage in nur einem Monat. Probier's mal. Einwandfrei. Ja. Die Sirene, die ist genauso. Die Sirene fährt den rot-schwarzen Mini-Ding. Die war bei uns früher, wir waren in der Schule zusammen. Der Achim, der Jürgen, Dinger, ich und die Sirene. Wir waren früher zusammen in einer Parallelklasse. Ne? Und die fährt genau. Aber Dritt- oder Viertauto, weißt du, die hat richtig hier. Das heißt ja Millionen. Ne? Die hat Mercedes. Die ist so Anlage, Ankauf, Verkauf, Leerkauf, Insolvenzberatungsding. Ne? Ich hab gesagt, Sirene, für mich ist das, ich verstehe gar nichts, das ist Tourette für mich. Ne? Die ist nach der Schule, war die dann nochmal auf der Schule. Die tut Abschreibungsfirmen mit Risikoverzinsung erfolgreich in die Insolvenz begleiten. Die fährt genau. Aber bei der nichts Kosmetik, die ist schon einen Schritt weiter. Da ist Kunststoff. Komplett alles neu, Nase kürzer, Schenkel dünner, Füße länger. OP alle 2 Jahre ist die in Zürich. Zürich, das nicht so billig ist, wie es wird. Aber bei der geht sie gut aus, kann man nicht sagen. Ne?
Aber manchmal glaube ich, die bräuchte mal, eine psychopathische Behandlung. Ja. Jetzt letztes Mal die Nase nochmal, da hat sie den Achim gefahren, hat er sich einen Honig dazu. Darf schon nicht selber, weißt du, nach OP bist du. Da hat sie geheult beim Zurückfahren. Achim, ich werd nicht jünger. Der Achim sagt, Sirene, du bist nicht alt, du bist retro. Irgendwann ist Memo-Pause, dann war's das. Ja, aber jetzt hat sie neu. Jetzt hat sie zum ersten Mal, die war immer solo. Na, die war immer, jetzt hat sie ihn. Wir haben immer gesagt, Sirene, unbemannte Kampfdrohne. Aber jetzt hat sie ihn. Der erste ehrliche Mann in meinem Leben, hat sie gesagt. Ja, aber der ist auch hier, weißt du? Der ist auch insolvent. Aber wenn ich Geld habe, kann ich ehrlich sein. Da kommt doch keiner, da kannst du immer gerade raus. Ja. Hat mein Vater immer gesagt, der Reiche ist ehrlich und der Hässliche ist treu. Ganz klar. Der eine darf, der andere muss. Ja. Ja. Miami weiß. Die haben ja nachgespielt in der Schule, aber wir waren auch extrem. Unser Mathelehrer hat immer gesagt, bei euch ist extrem. Ihr seid außerordentlich blöd. Tatsache, hat er immer gesagt. Der ist reingekommen und hat jedes Mal hat er gesagt, das gibt's ja nicht, wie macht ihr das? So blöd, das geht gar nicht, hat er gesagt. Ich bin seit 20 Jahren Mathelehrer, aber das war noch nie. Doppelstunde, wenn war, da hat er uns eine halbe Stunde erklärt, dass wir komplett na, blöd. Und dann hat er erst angefangen. Dann bin ich heimgekommen, meine Mutter gefragt, was habt ihr durchgenommen? Hab ich gesagt, wie immer, erst mal eine halbe Stunde, dass wir komplett blöd sind. Und der Rest weiß ich nicht mehr. Immer. Jedes Mal. Okay. Da ist er also ans Fenster gestanden und hat rausgeguckt. Da hat er gesagt, das gibt's nicht, ihr seid blöder wie. Und dann ist dem nie was eingefallen. Aber gegenüber war Sonderding. Brettergymnasium, haben wir gesagt. Sonderschule. Ne? Die hat er gemeint, aber er hat's nicht gesagt. Kannst du ja nicht sagen. Aber es hat gestimmt. Wir waren blöder wie die, 100%. Da gibt's klare Beweise. Ne? Wir waren genau eine Umdrehung blöder wie die, der Typen. Der hat geschrien, wie blöd kann man sein? Da haben wir gesagt, Herr Bellmann, wir wissen es doch auch nicht. Aber wenn man einen Hinweis hätte, faxen wir ihn durch. Hans Bellmann genannt, Helzpelz. Zeugnisausgabe, immer das Gleiche. Ne? Jürgen, die schulischen Leistungen sind überschaubar. Jedes Mal. Miller, Intelligenz ist nicht dein Fachbereich. Danke, Herr Bellmann, alles klar. Das war in der Schule halt. Ne? Die Schwester von der Sirene war mit dem Apparat in der Schule. 3 Jahre, noch uns. Das ist die kleine Sirene. Die haben so Stimme, deswegen sagen wir Sirene. Alle zwei. Ne? Aber die ist komplett anders wie die Schwester. Und die ist auch hier, ne? Die wäre beinahe Arzt geworden. Die wäre fast Arzt geworden. Die hat kurz vorher die. Aber die ist halt auch komplett, ne? Die ist so. Die hat so Filzhaar, ne? Die ist so Umwelt-Akku. Akku-Attack, kennst du? So Attack ist die. Und die, es heißt ja, dass die hier. Weißt du, was das ist? Frankfurter Applaus. Ja, ja. Die war halb so Klinik, Therapie, alles. Die hat so Familienausstellung, Therapie. Kennst du? Da musst du einzeln deine Familie nachspielen. Wer soll denn da gesund werden? Komplett auf den Vorfall. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, aber dies. Weißt, die ist so mit dem Umwelt, ne? Die gehen auf Tour, die weltweit. Die war in Rio, Frankreich am Stausee, war die. Stuttgart am Bahnhof.
Die fahren überall hin und sind dann vor Ort dagegen. Die hat in Stuttgart 3 Monate gegen Atom gezeltet. Na? Aber seit ich die kenne, steht die komplett unter Verzweiflung. Die wäre Frauenarzt geworden. Wenn eine Frau Frauenarzt werden will, als Frau, weiß ich nicht. Ihr Neuer ist Arzt und sie nicht. Ihr Traum war, dass sie selber mal vor der Klasse steht und selber unterricht. Ihr Traum war ein eigener Hochstuhl an der Universität. Trotzdem. Aber es gibt so Leute, wo Realität und Wirklichkeit verwechseln. Da kann man nichts machen. Ich habe ja noch eine ganz junge Stiefschwester, die ist 20. Ne? Die muss auch sehen, einwandfrei. Ja. Die will hauptberuflich, hat sie gesagt, will sie mal viel Geld verdienen. Die ist nur auf Castings und, sagen wir es, im Tempodrom. Disco. Und. Darin steht die Tür. Dort. Darin steht die Tür. Ja, ja. Darin steht die Tür. Und der hat es gar nicht gelernt. Ne? Der Achim ist quer. Ne? Der ist quer, der Nein. Der Achim ist gelernter Security. Der hat Security gelernt. Ja, ja. Aber der hat von klein auf als Kind hat er gesagt, ich will an die Tür. Ne? Und keiner steht so Tür wie der Achim, einwandfrei. Und die Kleeschwester von der Sirena, das, ne? Casting und Techno. Ne? K20, aber der große Bambini machen. Die Windel pappt noch am Ding. Ne? Aber wenn du die SIM-Karte ziehst, ist sie bewusstlos. Ne? Da geht gar nichts mehr. Ne? Dann fehlt das 5. Organ. Ne? Wer bin ich? Ja, du bist schon selber mit deinem Selfie-Gesicht. Guck dir da an. Ne? Mit deinem Abgeschossenen. Ne? Ja, aber ich sage ja, nicht aufregen, weißt du? Entspannung. WM gucken, das Beste. Ja. Bei der WM, da bin ich 3-mal aufgestanden, 2-mal aus Versehen. Wenn Reti ist, kennst du Reti? Da muss ich aufstehen. Bela Reti, wenn der, da muss ich vorm Spiel aufstehen, da muss ich raus. Da renne ich als. Weißt, da muss ich um den Block, da laufe ich die große Runde hin am Wald noch ein Stück. Luft, weißt, Atmung, ganz wichtig. Ne? Bela Reti, Sach- und Fachding. Einwandfrei. Ne? Ja, Fernsehen, weißt du, das ist sowieso. Mein Ex hat immer bloß Ding. Ne? Die hat geguckt, Ernährung, Tatort, einmal die Woche, man muss ja wissen, was in der Welt passiert. Ne? Und dazwischen ist Sudoku halt immer. Sudoku kennst du? Mit so Zahlen sortieren. Sudoku, Zahlen sortieren, dass keine doppelt ist. Was ist das? Es gibt bloß 9 Zahlen. Die 0 ist nicht dabei. Ne? Und dann wieder Tatort. Ne? Tod in der Küche mit Jan-Josef Lafers. Einwandfrei. Ernährung hat es früher gar nicht gegeben. Wir haben gegessen, was da war. Einwandfrei. Und das war gut. Ne? Sudoku, ein Kreuzworträtsel für Leute, die nichts wissen. Ne? Das sind die. Das sind die, die beim Tetrix das Quadrat drehen, bis es reinbeißt. Ne? Schau mal.
Und der Till Schweiger ist jetzt Tatort. Ist ja klar, weil der wissen will, wer der Mörder ist. Das geht ihm komplett am Ding vorbei. Der Rainer Kallmund fährt ja Schlittschuh, weißt du? Der Schweiger, der sieht die Kamerafrau und denkt, schau doch mal her jetzt. Ich habe ein abgeschlossenes Fitnessstudium, warum schaust du nicht? Ja, genau deswegen. Und weißt du, wie der heißt? Der hat ja einen Namen im Tatort. Der heißt Chiller. Nick Chiller. Tatsache. Nick Chiller heißt der. Wenn ich Komiker wäre, das täte ich mich nicht trauen. Ne? Till Schweiger ist Nick Chiller. Still Schweiger ist Chill Nigger. Dann täte ich es googeln. Ne? Aber wenn ich jetzt nicht schlafen kann, gucke ich Sky Golf. Kennst du Sky Golf? Wenn du nicht schlafen kannst, guckst du mal nachts Golf. Das dauert 3 Minuten, da bist du. Wenn der Tiger Woods mit seinem Sherpa dann laufen die vom Loch 1 zu Loch 2, das dauert eine halbe Stunde. Ne? Ist mir egal, wann der Ball in den Abfluss da reinholt. Ne? Interessiert mich mal, ich will schlafen. Ne? Und dann brauche ich auch nicht das ganze, ARD-Ding da. N24, war Hitler der Führer? Man weiß es nicht. Ne? Aktenzeige, der Gesuchte wird vermisst. Ne? RTL 2, meine Tochter ist mein Kind, weiß ich jetzt. Ne? Und Bela Reti, ne? Der Bela Reti, ne? Der hat noch nie das gleiche Spiel wie ich gesehen. Warum? Der guckt immer an das Spiel. Ne? Wenn ich Deutschland-Frankreich gucke, da hat er da einen Monitor und guckt da Erzgebirge gegen Aue. Aber ich weiß nicht. Ne? Aber deswegen sage ich, Entspannung, nichts machen. Alles andere ist primär. Und ich mache jetzt auch nichts mehr. Das ist praktisch im Endeffekt fertig. Und es kommt auch nichts mehr jetzt. Fertig.